Meine lieben Freunde der Eisenbahn. Es ist soweit. Jetzt schlägt es 13. Richtig. Der bereits 13. Teil der Immer wieder Sonntagsreihe ist fertig. Viele haben immer wieder danach gefragt, viele wollten endlich eine weitere Folge sehen. Bitte sehr. Willkommen in den tiefen Wäldern an der Dresdner Bahn. Ein spontaner Ausflug im sonnigen September. Mal sehen, was so kommt. Wunderbar, so will ich das hören. Das fängt gut an. Haha. Für alle, die mich noch nicht kennen oder zum ersten Mal einschalten. Ich bin die Katja, die Assistentin von ZugfanTP. Ich sorge für etwas Abwechslung und Unterhaltung in dem ein oder anderen Video. Soeben sahen wir den täglichen LKW Walter KLV-Zug von Rostock-Seehafen nach Detschin. Der Zug rollt langsam auf das Vorsignal KS1 mit ZS3V Kennziffer 6 zu. Meine gespitzten Ohren hören aus der Gegenrichtung bereits den nächsten Güterzug. Es ist ein Metrans-Containerzug mit Baureihe 386037. Auf der Lok sitzt der von Instagram berühmte Lokführer Visa 104 und ist auf dem Weg von Detschin nach Hamburg-Waltershof. ZugfanTP hat kurz seinen Standort mitgeteilt und wartet nun auf Durchfahrt. Das läuft doch heute wie das berühmt-berüchtigte Brezelbacken, sagt ZugfanTP immer. Und der nächste kommt. Es ist der allsonntägliche Smart Rail Logistics KLV-Zug von Dresden-Friedrichstadt nach Emden an der Nordsee ins dortige VW-Werk. Gezogen von Dual Vectrons des Unternehmen Captrain. Während es mit den Güterzügen so hervorragend losging, folgt nun auch ein kleines Highlight beim Personenverkehr. Der 1. September 2024 war einer der wenigen Tage, wo der schwedische Nachtzug mit dem unaussprechlichen Namen Snälter geht bereits ab Dresden verkehrt. Der Zug fährt weiter über Berlin, Hamburg, Malmö, weiter bis nach Stockholm in Schweden.
Irgendwas fehlt heute noch. Bingo, jetzt fällt's mir ein. Da wo ein Metrans-Containerzug ist, sind die anderen nicht weit. Es folgen nun die nächsten drei Güterzüge. Kommen wir nun langsam zum Ende dieses epischen 13. Teils der immer wieder Sonntagsreihe. Bevor es dunkel wird, kommt noch eine Doppeltraktion der CD Cargo mit Baureihe 187 und 193 auf uns zu. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch hat der kleine Sonntagsausflug gefallen. Es war zwar nicht wirklich geplant, einen Film zu drehen, aber dennoch kamen ein paar gute Szenen raus. Zugfan TP hat versprochen, euch einen 13. Teil zu liefern, und er hat Wort gehalten. Neue Filme sind schon in Planung. Ich verabschiede mich nun und mache Feierabend. Mit freundlichen Grüßen, die heiße Katja.